Hallo. Du, heute mit der Stimme ist das so gar nichts mehr. Sabine Botterbrot ist Vielsprecherin. Die Unternehmensberaterin ist ständig im Gespräch mit ihren Kunden, auch per Telefon und Videokonferenz. Diese Dauerbelastung führte zu chronischer Heiserkeit und starken Halsschmerzen. Dass die 50-jährige Raucherin ist, macht ihre gesundheitliche Situation zusätzlich schwieriger. Ich habe eine anstrengende Woche schon hinter mir und ich habe schon viel gesprochen. Es tut schon weh. Und wenn ich den ganzen Tag gesprochen habe, dann ist abends oft nichts mehr möglich. Man ist richtig ausgepowert. Man hat kaum noch Stimme und kann dann nicht mehr sprechen. Bei Schulungen und Vorträgen helfen ihr Halsbonbons. Eine kurzzeitige Hilfe. Sabine Botterbrot weiß, dass es schon bei der nächsten längeren Belastung ihrer Stimme zu Schmerzen und Heiserkeit kommen wird. Das ist dann so ein Teufelskreislauf. Je mehr Druck ich aufbaue, je mehr Angst ich habe, dass die Stimme vielleicht nicht hält, umso schlechter wird es dann auch. Ein Teufelskreis auch im Privatleben. Nach einem langen Arbeitstag versucht Sabine Botterbrot, Gespräche mit Freunden zu vermeiden. Selbst Unterhaltungen mit ihrer Familie sind zu anstrengend. Irgendwann zwingen sie ihre Heiserkeit und die Schmerzen immer zum Schweigen. Ja, das ist sehr deprimierend. Man will ja an den Gesprächen teilhaben, man möchte sich mitteilen, man möchte im Austausch mit den Leuten sein und man merkt dann einfach, man kommt nicht mehr mit stimmlich. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit jemandem, der schwerhörig ist, der dann in einem Raum sitzt mit vielen Leuten, der zieht sich auch so in sich, in sein Schneckenhaus zurück. Seit mittlerweile 15 Jahren lebt Sabine Botterbrot mit ihrer Heiserkeit und immer wiederkehrenden starken Halsschmerzen. Vor 10 Jahren stellte ihr damaliger Hals-Nasen-Ohrenarzt Knötchen auf den Stimmbändern fest und entfernte diese operativ. Knötchen sind typisch für Menschen, die ihre Stimme dauerhaft falsch belasten. Dadurch schwingen die Stimmbänder nicht regelmäßig und das hört man als Heiserkeit. Die Schmerzen, die kommen sekundär dadurch, dass die ganzen Muskeln, die hier im Hals sind, durch die falsche Stimmtechnik anders gebraucht werden. Dadurch tun die Muskeln weh. Nach der Entfernung der Knötchen ging es ihr für einige Jahre besser. Doch die Probleme kamen wieder. Sabine Botterbrot versuchte ihre Heiserkeit mit Hilfe einer Logopädin in den Griff zu bekommen. Genau, schöne Aufrichtung im Nacken. Gut. Mit speziellen Übungen lockert und stärkt die Berufssprecherin ihren Stimmapparat. Viele Menschen nehmen ihre Stimme als gegeben hin. Wenn sie dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dann merkt man erst, wie wichtig die Stimme ist. Denn die Stimme ist ja Ausdruck unserer selbst. Wir stehen im Kontakt mit anderen Menschen durch unsere Stimme. Nach der Logopädie fühlt sich der Hals nicht mehr so rau an. In dem Sinne, es ist zwar auch sehr anstrengend, sehr belastend erst, aber im Nachgang ist es dann viel weicher. Die Heiserkeit wurde sie dennoch nie richtig los. Ihre Logopädin empfahle deshalb die Deutsche Stimmklinik in Hamburg. Hier hat man sich auf Stimmstörungen spezialisiert. Die Ärzte wollten mit einer Kehlkopfspiegelung die Ursache für ihre Heiserkeit herausfinden. Dabei wird eine kleine Kamera durch die Nase in den Rachenraum eingeführt. Der Arzt kann mit Hilfe ihrer Bilder Veränderungen an ihren Stimmlippen feststellen. Und dort sind zwei ganz kleine Verdickungen der Stimmbänder. Die sind nur 2 Millimeter groß, aber sie sind wie ein Haar im Auge. Genau dort, wo die Stimme produziert wird. Heiserkeit ist ja das Symptom, dass die Stimmlippen nicht gut zusammenkommen. Irgendetwas stört. Meistens ist etwas zu viel dort. Das kann Knötchen sein, ein kleines Ödem oder es kann auch sogar was Böses sein. Zur genaueren Diagnostik macht Professor Hess eine sogenannte Stroboskopie. Das flackernde Licht macht die Verdickungen an den Stimmlippen noch deutlicher. Bei Sabine Botterbrot haben sich Zysten gebildet. Der Stimmarzt empfiehlt eine Operation. Wenn da eine kleine Zyste oder ein Mitesser an der Haut ist, dann nimmt man das ja auch oberflächlich weg und versucht dann durch die Wundheilung eine glatte Oberfläche wieder hinzukriegen. Und das machen wir operativ an den Stimmbändern. Die Entfernung der Zysten ist ein ambulanter Routineeingriff. In 3 Wochen ist es soweit. Bis dahin muss Sabine Botterbrot noch durchhalten und versuchen, ihre Stimme möglichst zu schonen. Nach der Operation erhoffe ich mir mit der richtigen Stimmbelastung danach wieder mehr Lebensqualität zu haben. Bei 95% aller Patienten kehren die Zysten auf den Stimmbändern nach der Operation nicht zurück. Sabine Botterbrot wird auch nach dem Eingriff weiter mit ihrer Logopädin arbeiten und auf die Belastung ihrer Stimme achten.